Hey ho, da bin ich wieder. Nach über einer Woche Standzeit mache ich hier jetzt am Moped ein klitzeklein bisschen weiter. Sprich, ich habe mal den Ölfilter getauscht, wieder reingeschraubt, festgezogen. Ja, und jetzt fülle ich hier gerade das Öl nach. 3 Liter an der Zahl sollen rein. Ich denke, das kriege ich noch fertig. Oh. Und dann habe ich noch gesehen drüben, dass Wasserschlauch an einer Rohrverbindung undicht ist. Da hat er ein bisschen rausgesabbert, rausgetropft. Das muss ich mir noch angucken, ob ich da jetzt überhaupt was mache oder ob ich mir das für den Sommer aufhebe. Naja, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, ja, mache ich jetzt ganz einfach weiter. Öl auffüllen, die Ansaugstutzel weg vom Synchronisieren und den ganzen Pipapo. Also ein bisschen was, dass ich wenigstens jetzt einmal wieder fertig gebracht habe. Nach, wie gesagt, über einer Woche. Tja, Leute, jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich hier unten drin das Problem mit den Zündkabeln löse. Dass wir die ja nicht mehr in den Ventilator reinspringen können. Naja, irgendein Weg, irgendeine Idee werde ich dazu jetzt auch noch kriegen. Kabelbinder, irgendwie sowas. Ja, genau. So, Leute, ich habe die Zündkabel jetzt hier einfach Bohrungen gemacht. Hier und da drüben unten drunter. Und mit Kabelbindern oben festgebunden. Also da dürfte nichts mehr passieren. Dann habe ich einen Ausgleichsbehälter wieder aufgefüllt, oben nachgeguckt, ist auch voll, also mache ich jetzt mit dem Wasserverlust da unten drin noch nichts. Das hebe ich mir einfach für den Sommer mal auf. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, mache ich den Luftfilterkasten wieder drauf, bevor mir hier wirklich noch irgendwas reinfliegt. Ja, und dann mache ich für heute auch schon wieder Feierabend. Tja, Luftfilterkasten auch wieder drauf. Dann kann ich jetzt eigentlich den Tank drauf montieren. Und dann wäre einmal die ganze Geschichte jetzt schon erledigt. Und dann muss ich noch die Hinterradbremse entlüften. Da ist Bremsflüssigkeit drin, jawohl. Und ja, da heißt es dann pumpen, 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 pumpen und entlüften. Dann vorne werde ich hier die Vorderradbremse auch noch komplett entlüften. Neue Bremsflüssigkeit rein. Das zeige ich aber nicht, dazu möchte ich keine Anleitungen geben. Das soll jeder für sich selber entscheiden, ob er sowas selber macht oder nicht. Oder lieber in der Werkstatt machen lässt. Genau. Gut. Tank drauf und dann kann ich das Ding irgendwann nochmal dann ordentlich wieder laufen lassen. Geil. Ja, und dann eben die komplette Front wegmachen. Und wenn ich hier dann auch die Spiegel wegmache, weil da habe ich mal ja andere hingemacht, bloß das Plastik ist so ausgeblichen. Ich glaube, die werde ich dann gleich noch mit Schwarz lackieren. Da brauche ich aber erst noch einen Kunststoffhaftvermittler. Weil das sieht scheiße aus so. So, Freunde, wieder in der Werkstatt, in der Garage, auf der Suche. Ja, warum das Scheißding nicht richtig läuft. Ich habe die Krümmerrohre, die Hosenrohre, überall ein bisschen Öl drauf. Habe das Ding kurz laufen lassen und habe dann festgestellt, dass der erste Zylinder nicht warm wird. Also, dass der nicht gescheit mitläuft. Zündkerze rausgeschraubt, geschaut, funkt einwandfrei alles etc. pp. Ja, jetzt habe ich sie noch ein bisschen sauber gemacht. Es waren ja eigentlich neue, aber da kriege ich jetzt nochmal ganz neue.
dann probiere ich das nochmal aus. Und jetzt stecke ich sie einfach wieder rein, schraube sie rein und schaue dann, wie es dann läuft. Und was ich danach mache, was auch noch ein Fehler sein kann, ist die Benzinpumpe. Da habe ich hier nochmal eine und die probiere ich dann einfach auch aus. Boah, ich werde wahnsinnig. Und wenn es überhaupt nichts hilft, dann kommt das Scheißding weg. In die Werkstatt sollen die sich drum kümmern, weil langsam mag ich echt nicht mehr. Aber jetzt mache ich die rein und ja, hole euch nachher wieder dazu. Hass. Absoluter Hass. Erster und zweiter Zylinder laufen nicht mit am Anfang. Kann man ganz leicht überprüfen, wenn man das Moped laufen lässt und dann mit einem Bremsenreiniger leicht auf die Auspuffrohre, auf die Krümmerrohre drauf sprüht, dann sieht man es gleich, ob der Bremsenreiniger verdampft oder nicht. Ja, dritter, vierter, weg. Erster, zweiter, läuft erst einmal der Sauer runter, verdunstet nichts. Geht natürlich nur, wenn das Moped komplett kalt ist. Ja, also erster, zweiter Zylinder laufen nicht mit. Ich habe jetzt die Kerzen draußen gehabt, ohne den Kühler auszubauen. Also war ein ganz schönes Gefriemel. Tja, und was ich jetzt mache, jetzt gehe ich in den Keller. Erst einmal heim, dann in den Keller und dann schaue ich nach dieser Zündbox, weil da habe ich auch noch eine. Ja, und dann stecke ich da einfach eine andere Zündbox mal schnell hin und probiere es mit der aus. Weil das sind bloß die zwei Stecker dran. Und danach wechsle ich dann noch die Benzinpumpe. Und wenn ich dann immer noch keine Besserung kriege, dann habe ich absolut keinen Plan mehr. Dann gebe ich wirklich auf. Dann gebe ich wirklich, wirklich auf. Dann mag ich nicht mehr. Aber ich werde euch nachher wieder berichten. So, dann, da bin ich wieder. Und ja, die tausche ich jetzt einfach mal aus und dann sehen wir weiter. Die war es auch nicht. Nein, erster, zweiter Zylinder läuft nicht mit. Wird nicht warm gleich. Ja, scheiße. Ja, probiere ich die Benzinpumpe. Vielleicht zickt er wirklich an der Scheiße. Ich weiß es nicht. Es ist echt zum Verrücktwerden. Ich weiß bald echt nicht mehr weiter, was ich noch machen kann. Mann. Ich will mich jetzt nicht zu früh freuen, aber ich habe jetzt die Benzinpumpe noch getauscht, einmal angeschmissen und der erste, zweite sind relativ gleich mit warm geworden. Lag das jetzt echt an der Benzinpumpe? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Erst einmal nochmal komplett auskühlen lassen, das Ding. Und dann probiere ich das jetzt nochmal aus. Also da bin ich ja jetzt gespannt. Aber ihr wisst es ja dann eh in der nächsten Szene. Was hier immer Stunden dauert, ja, habt ihr immer in Minuten erfahren. Naja. So Leute, Rübenschüssel liegt auf dem Moped, heißt ich bin gefahren, scheint tatsächlich die Benzinpumpe gewesen zu sein. Ja, jetzt wären wir das Ding fast noch hochgekommen aus dem Kreisverkehr raus, also Durchzug hat sie, boppelt zwar immer noch ein klein bisschen rum, aber ich denke, das ist noch Feineinstellung, Feinjustage, das lasse ich dann machen, oder was sagst du dazu? Ja. Bring mich wieder heim. Ja. Nee, alles gut. Ja, läuft. Jetzt kann ich endlich weitermachen. So, Freunde. Da das Ding ja jetzt, ich sage mal, halbwegs läuft. Naja, Probefahrt aus dem Kreisverkehr raus, ist mir das Vorderrad gestiegen. Ja, also sie läuft halbwegs.
Und ob die jetzt auch im kalten Zustand hundertprozentig läuft und, das muss ich erst ausprobieren. Und jetzt habe ich beschlossen, das Ding einfach komplett zusammenzubauen, sprich die zwei Seitenverkleidungen hin und die Hauptverkleidung, und dann erst einmal wieder ein paar Tage zu fahren, um zu gucken, ob das Teil hier endlich ordentlich läuft. Und erst wenn ich da dann sicher bin, mache ich dann weiter mit dem Kleinmist, weil das Zeug ist ja gleich wieder auseinandergeschraubt. Ich habe ja eh noch ein bisschen mehr vor. Mhm. Ja, genau so handhabe ich das jetzt. Ja, das ist jetzt auf die schnelle Zusammenbau. Morgen dann wieder Richtung nach Hause bringen. Und am Montag damit in die Arbeit fahren. Ja. So, nee. Da steht es jetzt wieder. Wie gesagt, die Front will ich noch alles abbauen, etc. pp. Bremsflüssigkeit noch wechseln, etc. pp. Aber jetzt erst einmal wirklich ein paar Tage wieder fahren, um zu gucken, ob das Ding jetzt wirklich problemlos läuft. Ja, ein Halter muss ich noch hinschrauben, schnell, mache ich gleich. Ja. Dann werde ich jetzt erst einmal nach Hause gucken. Und dann einen Helm holen. Und dann das Teil nach Hause fahren. Mhm. Genau. Und für euch heißt es, es war es jetzt erst einmal. Ich werde die Tage hierin jetzt einmal ein bisschen Ordnung machen. Eventuell kümmern wir uns dann noch um das Stromaggregat. Und ja. Aber soweit, so gut. Ich werde irgendwie berichten, ob sie läuft. Spätestens zum nächsten Wochenende dann. Mhm. Genau. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo. Naja, war kein Grillvideo wieder, gell? Egal. So, Leute, einen kleinen Ausritt habe ich jetzt noch gemacht. Und sie läuft aber noch nicht so ganz hundertprozentig, wie sie soll. Also unten rum bobbelt sie noch ein bisschen rum, wenn man Gas gibt. Oben rum dann, oder weiter oben, dann fängt sie sich und dann zieht sie sauber durch. Aber das unten rum, das gefällt mir noch gar nicht. Also da muss der Kollege definitiv noch ran. Da muss ich nächste Woche mal telefonieren, wie es da aussieht, dass man das Moped mal hinstellt. Ja, und dann sehen wir weiter.